Bei den Temperaturen ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Aber es ist schon krank, wie die teilweise die Dinger da reinhauen. Hier oben treffe und somit geht er dann automatisch so ein bisschen hoch. Der war perfekt. Wie soll ich den denn halten? Brauchst du eigentlich gar nicht mehr zu schießen. Besser geht's. Nee, Quatsch, probier's auch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind beim VfL Wolfsburg. Man sieht schon das schöne Stadion im Hintergrund. Der VfL hat Potenzial, er will wieder die Champions League. Und einer, der auch für die große Bühne ist, ist Yunus Malý. Kreativer Spieler, technisch guter Spieler. Er macht sich gerade warm. Und dann schauen wir mal, was er drauf hat. Warm gemacht ist er. Yunus Malý ist bei uns. Servus, hi. Grüß dich. Man sieht schon, Rücken Nummer 10. Als Zehner muss man auch was drauf haben, oder technisch? Eigentlich schon, oder? Ja, also ich denke ein bisschen auf jeden Fall. Und der Mann hat auch was drauf. Du hast einen sensationellen Pass gespielt. Gegen Gladbach war es, glaube ich, letztes Jahr, oder? Was, genau, Gladbach? Ja, gegen Gladbach. Genau, Mats Hummels hat getweetet, heißt es, glaube ich. Sensationeller Pass, was hat er auch noch nie gesehen. Da gibt es einen Spitznamen für den Pass. Wie heißt der jetzt mittlerweile bei euch? Also wir hatten uns nach dem Spiel mit den Fans zusammen für den Malý Drop entschieden. Malý Drop, okay. Kannst du uns zeigen, oder was sind Voraussetzungen für den? Oder muss der Boden nass sein? Ja, also bei den Temperaturen ist das schon mal ein bisschen schwieriger, mit über 30 Grad, weil der Rasen relativ trocken ist. Aber es geht normalerweise so, dass ich mit dem Ball quasi von oben hier oben treffe und sozusagen auf den Boden versuche zu schießen oder zu passen. Und somit geht er dann automatisch so ein bisschen hoch. Also war gewollt in der Situation? Ja, in der Situation hat es perfekt gepasst, weil der Gegenspieler dann halt so gekommen ist. Genau, und dann ist er drüber gekommen. Dann ist er halt über den Bein. Optimal. So, Yunus, jetzt steht die Challenge an. Du hast ein geiles Tor gemacht gegen Hannover. Was, Hannover? Aus 30 Metern Winkel. Ja. Kann man gut lassen, das Tor. Ich hab's mir angeschaut. Deluxe. Das machen wir heute in der Challenge auch. Julian ist im Tor. Moin, Jungs. Wir legen uns den Ball aus 25 Metern ein bisschen vor. Also einmal anstoßen und dann direkt aufs Tor drauf. Wer die meisten Tore macht, gewinnt. Okay. Alles. Willst du anfangen? Fang du mal an. Ich fange an. Okay. Danke dir. So, Fabi, go. Erster Schuss. Häng dich rein. Der erste ist gut, wenn du das jetzt fürs Selbstvertrauen. Also abwechseln? Ja, genau. Okay, erster Schuss, Yunus Malý. Diesmal hat er sich nicht gesenkt. Ha? Nee. Probierst du immer so Flatterbälle zu schießen ein bisschen? Ist nicht so einfach, ne? Also ich kann es jetzt auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Muss man schon optimal treffen. Ja. Der war gut am Flattern. Ja, zu zentral leider. Okay, zweiter Schuss. Aber der war auch gerade, also der hat fast nicht rotiert. Schauen wir mal, dritter. Auge. Ja, nee. Deine Flattern schon gut. Ja, ich hab's auch oft trainiert. Ich habe mir immer so die Tutorials auf YouTube angeschaut. Aber es ist schon krank, wie die teilweise die Dinger da reinhauen. Das schaut man sich auch 10-mal an und versteht's immer noch nicht, wie das funktioniert. Sehr schön, Keeper. Der Nächste. Komm, Jo. Der war perfekt. Wie soll ich den denn halten? Schau dir den auch 10-mal an. Brauchst du eigentlich gar nicht mehr zu schießen. Besser geht's. Nee, Quatsch, probier's auch. Oh, der war auch gut. Auch gut runterkommen. Der war nicht schlecht. Jetzt sind wir drin. Kommt dann noch so einer? Ja, der passiert nur einmal im Leben, am Tag. Jungs, 2-1 steht's gerade für mich. Jetzt macht doch jeder 2 Schüsse. Kannst schon mal vorlegen jetzt nochmal. Oh, schade. Schade. No. Okay, du kannst es noch ausgleichen mit deinem letzten. 2-1, letzter Schuss. Schauen wir mal, was er macht. Ah, da gleicht er aus. In der 90. Minute ist er halt da. Faires Ergebnis, oder? Faires Ergebnis, genau. So, Yunus, Fragengeballer steht an. Bist du so sensibel, wie alle immer sagen? Ja, wenn das die Leute so sagen, dann denke ich mal, dass da was dran ist. Okay. Viele Ideen, sehr kreativ, super Technik. Woher kommt das Ganze? Schwer zu sagen. Also ich bin schon als kleines Kind immer mit meinem Bruder auch Fußball spielen gegangen, auf der Straße sozusagen. Ja. Ich denke, das hat mir schon die nötige Technik dann gegeben, kann man sagen. Alles klar. Wie siehst du den deutschen Fußball im Vergleich zum türkischen? Ist da ein Unterschied da? Ja, von der Liga muss man schon ehrlich sagen, dass die Bundesliga natürlich qualitativ besser ist.
mit mehr Tempo, mit mehr, ja, auch mit mehr Zuschauern in den Stadien. Und da kann die Türkei natürlich auch was abschauen in der Hinsicht. Geboren bist du in Kassel, kannst du was auf Hessisch sagen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Okay. Du bist religiös, hilft dir dein Glaube im Spiel? Ich denke schon, dass der Glaube, die Religion mir die nötige Kraft auch im Leben und im Alltag gibt, ja. Und wie wichtig ist dir die Nummer 10 als letzte Frage? 10 ist meine Lieblingsnummer, deswegen bin ich froh, die auch zu tragen. Alles klar, danke dir. Spaß. Kein Problem. Leute, unentschieden ist es. Also ich bin zufrieden mit dem Unentschieden. Jonas, du? Ich auch. Also ich war ja in Rückstand, dann nochmal zurückgekommen. Hat er absolut recht. Vielleicht macht er was bei der zweiten Challenge und gewinnt das Ganze gegen mich. Das gibt's am Freitag. Boah, Kamera ist kaputt. Da musst du jetzt nur links und rechts. Also hier auf YouTube abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Die Kickbox auf Instagram. Und darfst gerne noch deinen Instagram-Account sagen, zum Werbung machen. Y-Mali 10. Genau, einfach vorbeischauen. Wir sehen uns am Freitag. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.